Heute nehme ich euch mit in den Norden von Deutschland. Was wir dort machen? Wir besuchen Ralfs Teichbau. Moin meine lieben Teig- und Käufreunde. Moin meine lieben Teig- und Käufreunde. Moin meine lieben Teig- und Käufreunde. Moin meine lieben Teich- und Käufreunde und herzlich willkommen zu Teich- und Gartenfrüh, eurem YouTube-Käublog. Wer das war? Das war Ralf. Ralf von Ralfs Käublog. Und zwar habe ich Ralf besucht bei seinem Teichbauprojekt. Der ein oder andere kennt es vielleicht schon, wer es noch nicht kennt, wird es jetzt kennenlernen. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, seinen Kanal mal zu besuchen. Ich werde auch gleich nochmal einen Link dazu einblenden, einfach mal draufklicken. Er hat auch viele, viele Videos rund um das Thema Koi, auch rund um seinen Teich, um Trommelfilter und das ein oder andere. Aber heute möchte ich euch mal seinen Teichbau vorstellen. Ralf ist umgezogen und hat seinen Teich quasi nochmal neu gebaut. Und wie ihr sehen könnt, hat er jetzt auch das Wasser drin, die Folie oben am Rand nochmal befestigt. Und so sieht das Ganze aus. Ein rechteckiger Teich, eine Flachzone und ein tiefer Bereich. Hier die Flachzone, schön groß, auch rechteckig. Flachzonen sind natürlich immer eine Sache, die man ein bisschen diskutieren kann. Braucht man Flachzone, ja oder nein? Da gibt es keine optimale Lösung. Das ist eine Geschmacksfrage meiner Meinung nach. Und da seht ihr die Bodenabläufe. Das sind übrigens ganz besondere Bodenabläufe, denn diese Bodenabläufe gehen direkt nach unten weg. Das ist nicht so ein normaler Topf, wie man das bisher so kannte. Das ist quasi eine neue Art Bodenablauf, der zentral nach unten führt, wo also das Rohr nach unten weggeht. Das ist meiner Meinung nach sehr vorteilhaft. Hier der Skimmer zieht auch schon schön ein bisschen, ist allerdings aktuell ein bisschen gedrosselt. Hier wird noch ein bisschen getestet, was das System so hergibt. Und dafür sind natürlich auch die Rückläufe wichtig. Es gibt zwei Rückläufe hier. Der eine guckt da aus der Wand und der andere hier links hinten in der Ecke an der Flachzone. Man ist dann noch ein bisschen am Überlegen, ob man da eventuell auch nochmal Bögen draufsetzt, um hier die Kreisströmung nochmal zu verstärken. Aber das muss man halt nochmal sehen. Wenn man dann hier rüberschwenkt, seht ihr den Filterkeller. Filterkeller klein, aber fein, würde ich sagen. Auch natürlich alles selbst gebaut. Ralf macht ja alles im Selbstbau, ob das nun hier das Mauern ist oder das Anschließen der Filtertechnik, wie zum Beispiel von diesem Trommelfilter. Obendrauf hat er übrigens so einen kleinen Handgriff angebaut, finde ich auch ganz nett. Auf jeden Fall praktisch, wenn man den Deckel mal anheben möchte. Da unten seht ihr dann das Vorschaltgerät der UVC-Lampe und hier der Trommelfilter ein bisschen besonders. UVC-Lampe sitzt direkt vorne in der Einlaufkammer vom Trommelfilter, führt im Prinzip direkt durch die Wand und liegt dann dort, wo die Einläufe reinströmen. Hier dann das Schaltgerät von dem Trommelfilter, kann man halt auch im Handbetrieb spülen, wenn man möchte. Und hier, auch ein bisschen anders als bei mir zu Hause, die Spülpumpe saugt direkt nach dem gereinigten Wasser an und drückt es dann wieder hinein, um den Trommelfilter zu spülen. Finde ich auch saupraktisch, gibt es bei mir zu Hause auch noch nicht so. Ist halt ein bisschen neuere Version von den PP-Trommelfilter. Dann hier eine schöne große Biokammer mit bewegten Helix. Das Material leider nicht mehr besiedelt. Jetzt nach den Umbaumaßnahmen muss also nochmal neu eingefahren werden. Da kommt auch nochmal ordentlich Helix rein, hat er mir erzählt. Hier sollen natürlich auch die Fische ordentlich gefüttert werden. Also das Material muss aber erstmal wieder eingefahren werden. Hier wird noch ein bisschen getestet mit der Belüftung. Da ist man auch noch ein bisschen am Experimentieren, wie man das hier am besten löst. Und wenn ich dann nochmal nach links rüberschwenke, sieht man dort unten am Boden die zwei Pumpen. Das System wird mit zwei regelbaren DM-Vario-Pumpen betrieben, die halt direkt auf die Rückläufe drücken, die dann nach links rüber in den Teich führen. Alles kurze Rohrwege, sehr optimal meiner Meinung nach. Da sieht man die Luftpumpe für die Belüftung vom Filtermaterial. Und hier sind dann die Steuergeräte von der 30.000er und der 20.000er DM-Vario-Pumpe. Man kann das hier also ein bisschen regeln, wie viel Schub man letztendlich im Teich braucht. Auch eine kleine Besonderheit, hier wurden die Wände mit 11,5 cm Schalstein hochgezogen. Ich zu Hause habe 17,5 cm Stein benutzt, die auch eigentlich so relativ standardmäßig in den letzten Jahren an vielen Käuterchen verbaut wurden. Hier könnt ihr sehen, dass das Ganze aber auch mit schmaleren Steinen funktioniert. Die Wände sind natürlich ordentlich armiert mit Stahl, einmal längs, einmal quer. Und von der Haltbarkeit steht das, würde ich mal sagen, meinem Teichbau in keinster Weise nach. Also wer darüber nachdenkt, ein Käuterich zu bauen,
soll ruhig auch mal die 11,5er Steine ins Auge fassen. Ich finde, die machen auch ihren Job und sind mit Sicherheit auch ein Tick günstiger. Hier sieht man das Ganze nochmal. Oben auch so eine Einkerbung, wo man dann Stahl reinlegen kann, um das Ganze zu bewähren und letztendlich auch die Statik, die Stabilität der Wände zu verbessern und zu erhöhen. Tja, Leute, und so sieht das Ganze nun aus. Der Teich wartet darauf, dass die Fische wieder reinkommen. Die sind aktuell geparkt bei einem Bekannten und Ralf freut sich schon. Und ich freue mich auch, in einem seiner nächsten Vlogs hier zu sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, dass ich auch mal einen anderen YouTuber besucht habe. Also, wäre natürlich schön, wenn ihr auch mal bei Ralfs Koi-Blog reinschaut. Hier nochmal die Strömung im Teich. Man sieht, der Dreck wird gut bewegt. Tja, Leute, wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Bei Fragen, Anregungen, Kritik einfach bitte direkt hier in die Kommentare bei YouTube reinschreiben. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert doch vielleicht meinen Kanal. Geht ganz schnell mit einem Klick und ihr bleibt immer auf dem aktuellen Stand. Denn hier bei mir gibt es tatsächlich jede Woche ein neues Video rund um das Thema Koi, Händlerbesuche, ein bisschen mal über Teichtechnik, über meinen Teich, aber auch das ein oder andere, Hauptsache Koi, sag ich mal, ne? Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche Ralf noch eine schöne Zeit mit seinem neuen Teich und nochmal vielen Dank, dass ich vorbeikommen durfte. Und damit möchte ich mich nun verabschieden und freue mich natürlich, falls ihr das nächste Mal wieder bei mir einschalten würdet. Bis dahin, Leute. Ciao.